Was ich sage dazu immer, das ist jetzt der Missbrauchsfall Dillinger in Trier. Ach, völlig unklar, wer ihn beerdigt und ob er überhaupt. Vor 10 Monaten berichtete das Bistum hat sich die Rheinzeitung Koblenz, die Heimatzeitung meiner Heimatstadt. Und ich versuche seit 3 Jahren, das dritte Jahr jetzt, dass die Rheinzeitung endlich über diesen perfiden Missbrauchsfall am Theater der Stadt Koblenz berichtet. Hier ist jetzt ein absolut schockierender Bericht über einen Priester, Edmund Dillinger, der wird hier auch mit Namen genannt. Und deswegen kann man auch Hermann Burg mit Namen nennen. Den muss man mit Namen nennen. Ich werde dieses kurze Video jetzt veröffentlichen und ich hoffe, dass die Redaktion, ich habe die alle angeschrieben vorgestern, dass die endlich reagieren. Ich habe jetzt das Beweismittel, was soll ich denn noch machen? Ich kann ja nicht mehr als den Herrn Burg, der selber das zugibt und dann fragt er während des Gesprächs auch noch, ja, wer sind Sie denn überhaupt? Ja, das ist doch für jeden Idioten ersichtlich, dass der Kerl noch andere Leute missbraucht hat. Und vielleicht sind das auch Jungs dabei, wo das auch noch nicht verjährt ist. Das ist meine Überlegung und das ist mein Grund, warum ich von der Rheinzeitung Koblenz fordere, dass die endlich über den Missbrauchsfall, den MeToo-Fall Hermann Burg berichtet. Ich habe schon einen Riesenerfolg gehabt, sonst hätte er ja nicht seinen Scheißtitel Kammerschauspieler verloren, dieser alte Kerl. Ja? Und das hat auch nichts mit seinem Alter zu tun. Sie müssen das jetzt machen. Es ist unfassbar, was hier abgeht. Hier sind 35.527 Aufrufe. Am 12.04.23 wurde das veröffentlicht. Die Rheinzeitung macht sich wirklich schuldig. Das ist unmöglich, was sie hier tun.